In diesem Video zeige ich euch, wie ihr Abonnenten und Aufrufe mit diesem Element untersuchen bekommt. Let's go! Hallo und herzlich willkommen bei Firma Korrekt so gehen Sachen. Mein Name ist Akinas und heute geht es um das Thema Abonnenten und Aufrufe bekommen. Wie bekommt man die? Das wirst du in diesem Video herausfinden. Viel Spaß beim Zuschauen. Bevor wir das tun, ich gebe dir mal zwei Probleme. Erst Problem 1. Die Leute kommen auf der Kanal, aber die wollen der Kanal nicht abonnieren. Da werde ich auf jeden Fall den Trailer empfehlen. Also den Problem löst den Trailer und so weiter. Und dieses Ding und dieses Video und dieses Ding kann sogar, also dieses Element untersuchen, kannst du eingeben, was du willst. Ich empfehle nicht so viel, also vielleicht so 20.000 Abonnenten, 30.000 Abonnenten. Wenn ihr 1,5 Millionen Abonnenten schreibt, dann wird YouTube eh bestimmt merken und sieht, was cheatet der Abonnenten, Alter. Deswegen werde ich empfehlen, nicht so viele Abonnenten, vielleicht so 20.000, 10.000 oder 9.000 Abonnenten oder so. Wenn mein Kanal Abonnenten bekommt, ne, dann werde ich euch empfehlen, diesen Kanal zu abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Freunde, wenn ich Trailer gesagt habe, Tipp oben rechts, habe ich schon mal in den Video Trailer gemacht und diesen Trailer von mir und von anderen YouTubern ist für die neuen Leute, die gerade neu auf YouTube sind und diese Kanäle noch nicht kennen. Deswegen ist der Kanal-Trailer hier. Und deswegen schaut auf jeden Fall meine Trailer an. Herzlich willkommen bei So geht YouTube. Neue Zuschauer, die meinen Kanal noch nicht kennen und mich noch nicht kennen, ich werde mich das nächste Mal vorstellen. In dem nächsten Video, also im nächsten Video werde ich eh vorstellen, wie ich heiße, was ich so mache, was ich für Tipps und Tricks gebe und Fragen da beantworte. Ich werde eh Fragen beantworten jeden Montag. Das mache ich nie mal, das mache ich diesmal. Okay, Problem Nummer 2. Keiner will da auf drei Videos klicken. Wegen Titel und Thumbnails, ne? Ihr könnt oben rechts klicken, hat Jan Vesper da drei Videos oder so oder vier Videos überhaupt jetzt gemacht. Ich empfehle, ich erlaube euch nicht, eins von den drei auszuwählen, weil ihr immer Thumbnails und Titel werden immer missachtet. Ich empfehle, ich sage, oder jeder sagt, ihr müsst ein eigenes erstellen, weil so klicken mehr Leute auf dein Video. Wenn du jetzt keine eins von den drei auswählst, sondern meine ich auch wirklich ein eigenes erstellst, dann wirklich jetzt. Und dann schaffst du auch, dass du Abonnenten bekommst. Ja, Abonnenten. Ich würde sagen, jetzt geht's mit dem Tipps und Tricks los. Let's go. Wir sehen uns gleich wieder bei YouTube. Freunde, wir sehen uns bei meinem YouTube-Kanal. Ich würde sagen, ich beginne mit Video. So, bei 308 Aufrufe. Klick mir ganz vorsichtig drauf. Element untersuchen. Und dann muss hier 300 Aufrufe eigentlich stehen. Freunde, wisst ihr, was ich eingegeben hätte, ist Stopp. So, jetzt. 1,2 Mio. Punkt Aufrufe.
Da hat das Video 1,2 Millionen Aufrufe bekommen. Und bei 49 Aufrufe machen wir auch mal so, so und dann so. So perfekt. Wartet, bis diese Aufrufe kommen. Ich sagte Aufrufe und keine einen Monat, du Penner. Oh. Freunde, wir sehen uns gleich wieder. So, Freunde, ich habe diesen 3,2 Millionen Aufrufe eingegeben. Jetzt kommt das nächste Video und dann kommt Abonnenten. So, bei diesen gebe ich einfach 92.000 74 Aufrufe. Auf Enter, da kommt das da. Und letzte Video soll diese hier sein. Aufrufe. Bei dieser geben wir einfach 138.323 Aufrufe. Nein, Schmarrn. Diese geben mir viel mehr Aufrufe. 138 Millionen Aufrufe. So, Freunde, jetzt kommt Abonnenten. Also bei diesem Video gebe ich einfach 9 und also 500 Sekunden, also die 1000 Aufrufe muss man schon erreichen. 1000 Aufrufe. Ich hätte gerne was anderes eigentlich. 1 Million Aufrufe. So, jetzt kommt Abonnenten. Wartet. So. Nun weg. Ich gebe 1,59 Millionen Abonnenten. Nein. Freunde, jetzt wisst ihr, wie man Abonnenten bekommt. Und das war's noch nicht. Ich wollte noch was anderes zeigen. Bis gleich. So, weiter geht's. Hier. Und dann hätte ich gesagt, neuntausend 50 Abonnenten. Wenn ihr die 10.000 Abonnenten erreicht habt, dann dürft ihr da hier 10.000. Null Abonnenten. Keiner hat euch abonniert. Eigentlich habe ich 9 Abonnenten. Wenn ich 1 Million, 1,2 Millionen, 3,2 Millionen und 138 Millionen Abonnenten habe, Aufrufe habe, meinte ich, dann gebe ich ein 161.000 oder so. Bei diesem Video, was ich schon keine Ahnung mehr aufgenommen hatte, 12 Aufrufe. Jetzt haben wir einfach 1,
um eine Million Das mit vier Aufrufe ist ganz spannend. Und zwar. Und zwar. 2 Milliarden Aufrufe. Oh. Ich glaube, ich lasse es mal so. Und dann werde ich 6.000 oder 30.000. Freunde, ihr wisst, was ich meine. Wenn ihr Play-Button bekommt, wenn ihr zum Beispiel roten Diamanten bekommen wollt, müsst ihr 100 Millionen Abonnenten haben. Ganz schön viel, ne? Ich gebe noch mal Abonnenten ein. Ich glaube, ich gebe einfach, weiß nicht. Ich gebe einfach nicht 19 oder 20. Ich gebe 20.000. So, das war's eigentlich schon. Oh ja, warte, das da auch noch ändern. Aufrufe. Mit. So, das war's eigentlich schon. Passt doch perfekt. Krass. Oh, stopp. Bohnenden. Hey! Natürlich, das ist falsch. Abonnenten und nicht Bonenten. So, Abonnenten steht jetzt. So, können wir lassen eigentlich. Krass. Da, oder hätte ich diese Trailer mit 36? No, 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 no. So, das war's eigentlich. So, Freunde, jetzt wisst ihr, wie man Abonnenten und Aufrufe bekommt.
mit diesem Element untersuchen. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Falls ihr Fragen habt, da könnt ihr sie gerne unten Hashtag PrimaQRS unten in die Kommentare schreiben, werde ich eher am Montag beantworten. Gebt dieses Video Daumen nach oben, teilt dieses Video mit euren Freunden und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Schaut dir hier das nächste Video an und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Ich würde sagen, tschüss!